Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Minecraft Forge Modding Tutorials. Und zwar müsste das jetzt die dritte Folge sein, wenn ich mich recht entsinne. Die letzte Folge kam vor einer Woche, ich weiß. Also die müsste letzten Donnerstag gekommen sein. Ich spaziere gerade mitten im Zimmer rum, ja, ich weiß. Ja, jetzt kam eine Woche gar keine Videos, beziehungsweise fast keine. Es liegt daran, dass ich krank war. Die MC Dings da Amplified habe ich voraus aufgenommen. Ich bin auch jetzt noch nicht ganz gesund, aber ich habe gedacht, ihr müsst mal wieder was von mir hören. Ich muss mal wieder ein Video machen. Und ja, hier sehen wir im Hintergrund meinen schönen Hintergrund. Haha. Ja, so einer von ein paar geilen. Hey. Meine Ohren sind noch ein bisschen verstopft. Ich höre jetzt irgendwie ganz komisch. Auf dem linken Ohr übelst viel mehr als auf dem rechten. Also ganz komisch, aber ja. Ich sage, wir gehen mal in Eclipse rein. Das letzte Mal sind wir so weit gekommen. Wir haben jetzt 10 Uhr abends und ich muss nachher noch Hausaufgaben machen und lernen. Yay. Beziehungsweise währenddessen rendere ich das und nehme wahrscheinlich noch eine Folge Amplified auf. Yay. Wie geil, also die Folge für morgen dann. Aber jetzt würde ich mal sagen, legen wir hier los und zwar mit der Erstellung unseres Blocks. Dafür brauchen wir natürlich eine Variable, die unseren Block auszeichnet. Und zwar ist das eine Public Static vom Typ Block ist die Variable natürlich. Und die Variable nenne ich einfach mal Minecraft. Oder? Block, da kann ich jetzt mal den Semikolon dahinter setzen und das Block schnell importieren von net.minecraft.block. Genau. Jetzt können wir vor dem Semikolon aber noch weitermachen und zwar ein Gleichheitszeichen. Das ist die neue Klasse Block Minecrafter, die werden wir nachher erstellen. Da müssen jetzt hier in die Klammer zwei Parameter rein und zwar das erste ist die ID. Und das zweite, das Material. Und das ist einfach Material dort. Und hier gibt es ganz viele. Ich nehme einfach mal Rock. Zu den IDs will ich noch kurz was sagen. Und zwar werden die, glaube ich, mit der 1.8 oder allerspätestens mit der 1.9 abgeschafft. Sprich, dann werden wir das gar nicht mehr brauchen, sondern wir werden dann wahrscheinlich den Blocknamen verwenden und den setzen wir jetzt schon fest mit dot set block name, dann zwei Klammern und darin zwei Anführungszeichen und da kommt einfach noch mal Minecraft Block rein. Ich würde euch empfehlen, einfach hier noch mal die Variable reinzuschreiben, dann geht auch garantiert nichts schief. Ja, jetzt müssen wir den Block natürlich noch in Game registrieren und das machen wir mit der Game Registry. Das ist ein Game Registry dot register block und zwar das erste davon könnt ihr einfach Enter drücken. Hier müsst ihr die Variable des Blocks angeben, sprich Minecraft Block bei uns und hier den Namen. Da würde ich auch noch mal den Set Block Name Namen verwenden und das ist bei uns der Minecraft Block. Genau. Dahinter natürlich ein Semikolon, damit die Kommandozeile abgeschlossen ist. Kurz speichern und jetzt haben wir hier den Fehler, Block Minecrafter existiert nicht. Dann würde ich sagen, createn wir doch die Klasse kurz. Hupsa, ich muss kurz meine Notizen auf dem kleinen Bildschirm. Also create class Block Minecrafter und zwar machen wir das eben im neuen Pack und zwar schreiben wir einfach hier dort Blocks. Einfach, dass wir ein Block Package haben, damit das Ganze ein bisschen gegliedert ist. Ja, das erste, was wir machen, ist unsere Klasse Block Minecrafter, die erbt aus der Klasse Block. Block müssen wir importieren natürlich. Import Block von net Minecraft Block. Jetzt haben wir hier rot und zwar Add Constructor müssen wir. Dann erstmal das Protected zu Public, damit alle Klassen darauf zugreifen können. Alle mit Slash angeführten Zeilen sind ja Kommentare, wie ihr wahrscheinlich schon wisst oder wissen solltet. Den können wir aber wegstreichen und dann müssen wir hier noch einen neuen Parameter einfügen und zwar ist es ein Integer.
Und dann nehmen wir jetzt ID, dann ein Komma und einen Abstand. Und dann habe ich hier auch keine Probleme mehr. Ja, gut. Ich muss kurz gucken. Muss kurz gucken. Material. Ja, müsste gehen. Gut. Also jetzt hier unter das Super müssen wir jetzt ein paar Sets festlegen. Und zwar bei einem Block oder bei jedem Item Block oder so gehört natürlich das Set Creative Tab. Und zwar genau so geschrieben. Mal ein Semikolon dahinter, damit wir das nicht vergessen. Zwei Klammern dahinter und dann kommt hier rein Creative Tabs dort. Tab Block mache ich jetzt mal. Wir werden uns im späteren Verlauf noch einen eigenen Creative Tab erstellen, aber eben erst später. Also ja. Dann das nächste Set ist Set Hardness. Jetzt gibt es da was zu entscheiden. Und zwar machen wir hier auch gleich runter das Set Resistance. Was ist der Unterschied zwischen Set Hardness und Set Resistance? Set Hardness ist, wie lange ihr braucht mit der Spitzhacke, um das abzubauen. Sprich, da mache ich einfach mal 5F. Ich glaube, das ist mehr oder weniger normal. Set Resistance ist die Resistenz gegen TNT. Da mache ich 7.0F. Es muss ein Fließkommawert sein. Heißt das, glaube ich. Also eben. Resistenz gegen TNT ist, glaube ich, Gras ist, glaube ich, genau 0 und Obsidian müsste 10 sein. Also so, um sich zu orientieren. Obsidian ist relativ strong gegen TNT. Aber ich denke, das wisst ihr, ja. Dann müssen wir hier noch ein obligatorisches Set machen, und zwar den Set Block Texture Name. Das ist relativ wichtig jetzt, dass wir hier das genau das. Warum ist es im Kolon jetzt dort? Lol. Das ist jetzt das Richtige eintippen. Und zwar muss hier rein. Genau. Also im Main Class müssen wir die Mod-ID rausnehmen. Mod-ID. Abstand. Ein Plus. Nochmal ein Abstand. Zwei Anführungszeichen, die ihr mit Shift und 2 macht übrigens. Nur so als. Und dann, ja. Doppelpunkt. Und dann der Name der PNG-Datei, die wir nach noch einfügen werden. Die wird bei mir Minecrafter Block heißen. Können wir auch noch mal kurz abspeichern. Genau, jetzt haben wir auch keine Fehler mehr. Aber jetzt haben wir weder noch eine Textur noch ein Language Registry. Beziehungsweise das machen wir gleich nachher. Ich muss jetzt kurz meine Textur. Ich habe hier noch einen eigenen Ordner. Ich hole mir die Textur ganz kurz raus. Assets, Dings. Tülülü, ihr merkt es gar nicht. So. Hier haben wir den Minecraft-Block, den kopiere ich lieber mal raus. Copy, Paste. Jetzt habe ich den da drüben. Danke. Und zwar sieht der ganz einfach so aus. Haha. Das sind 8x8 Pixel, ihr könnt auch 16x16, ihr könnt von mir aus auch 512x512 Pixel haben. Das geht, das ist mir sowas von egal, wie ihr das macht, aber ihr müsst halt eine am besten, also Minecraft Classic ist ja, also die klassischen Texturen sind 16x16 Pixel und ich würde das auch so beibehalten, ne? Aber jetzt mal weg von dem Thema. Jetzt müssen wir hier in source/main/resources ein neues Package erstellen. Haben hier Rechtsklick drauf, New Package und das muss jetzt heißen Assets dort die Mod-ID, die ist bei uns. Ich guck noch mal kurz. Also noch mal kurz. Rechtsklick drauf, New Package, dann das muss heißen Assets mit Doppel S natürlich geschrieben. Dort Tutorial Mod, also die Mod ID, die haben wir hier festgelegt. Also Tutorial Mod dort Textures dort Blocks, genau. Hier kommen alle Blocktexturen rein. Und jetzt sehen wir auch hier, also das ist übrigens der ganze Ordnerinhalt. Jetzt sehen wir ja auch hier Source, Main, Resources, Assets,
Tutorial Mod, Textures, Blocks. Da haben wir jetzt noch nichts drin. Aber das können wir ganz schnell ändern, indem wir Minecrafter Block, das hier einfach hier reinziehen. Copy Files am besten, genau, da haben wir das hier reinkopiert. Und das ist jetzt genau das. Ja. Das ist sehr schön und jetzt fehlt nur noch etwas und zwar haben wir noch keinen Namen für den Block festgelegt. Dazu müssen wir aber auch erstmal ein neues Package erstellen und zwar auch hier nochmal neues Package und zwar muss das nochmal heißen Assets mit Doppel-S, nicht mit Dreifach-S bitte. Assets dot Tutorial Mod, also nochmal die Mod-ID dot Tutorial Mod dot lang. Also lang steht für Language in dem Fall, aber ich nehme an, das wisst ihr. Ja, ich müsste dann ein neuer und zwar hier nichts von dem, sondern ein Other machen. Hier muss ich kurz einfach ein File auswählen, genau. Next. Und beim File Name, da müssen wir jetzt ganz genau sein und zwar muss das in-us dort lang heißen. Für was er steht, IN ist die Landesbezeichnung. Ne, IN, das kleine geschriebene, ist das Dings. Sprachbezeichnung ist groß geschrieben, die Landesbezeichnung. Also bei den Deutschen wäre es dann klein geschrieben DE, unterstrich groß geschrieben DE. Aber das ist in Minecraft Forge nicht drin registriert. Also werde ich jetzt mit Modern Tutorials alles sowieso auf Englisch die ganzen Namen. Weil ich spreche jetzt auch nicht Minecrafter Block aus, sondern so wie ich es halt ausspreche, ne? Also inus.lang. So. Und hier, wie wir hier einen Block festlegen, den Namen, machen wir Tile dot die Variable Minecrafter Block dot name. Logischerweise dann ohne Abstand ein Gleichheitszeichen. Und den nenne ich jetzt einfach mal Minecrafter Block. Ich mache kurz alles abspeichern mit Ctrl Shift S. Und dann haben wir auch keine Fehler mehr und das Ganze müsste funktionieren. Ich öffne mal kurz. Es kann bei mir wie immer ein Weilchen dauern, weil wenn ich Eclipse offen habe und Camtasia noch. Ja, das ist natürlich ein bisschen scheiße. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Ah ja, da sieht man auch schon die Konsole, die sich da ganz schön öffnet. Also ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe und dass alles richtig aufgenommen wurde. Da ist ganz viel roter Text, aber das sieht schon, ne? Da kommt ja immer. Hat sich Minecraft hier drüben wieder mal geöffnet. Sehr toll, auf meinem Hauptbildschirm natürlich. Weil ich mache ja immer noch alles auf meinem Laptop. Laptop, ich lasse das Ganze mal klein, damit es nicht so laggy ist. New World haben wir schon erstellt. Müsste. Vielleicht habe ich es auch mal für mich gemacht. Weil ich habe das Ganze schon mal aufgenommen. Und ja, da sehen wir uns im Minecraft-Blog. Ja. Jetzt werden wir hier ins Inventar gehen. Und dann kommt hier schon das Achievement, ne? Und hier sind wir im Tab Blocks, also Building Blocks. Und hier unten sehen wir auch schon unseren lustigen Block, Minecraft, Minecrafter Block. Yay. Und er klingt wie Stein. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber er tut es. Weil wir haben das Material Rock gesetzt. Ich muss ganz kurz. Bliblablub. Das war's. Ja, das muss für mich sein. Gut. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern Minecraft können wir auch relativ schnell jetzt wieder schließen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wobei ich gehe noch mal kurz rein, raus. Ich muss kurz. Ah, komm, das mache ich nachher. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gucke ich mal, um was es da handelt. Wahrscheinlich also der Item und der Creative Tab. Aber das sehen wir dann hoffentlich am Samstag. Ja, ich sage, wir sehen uns entweder in dem nächsten Minecraft-Video oder im nächsten Minecraft Forge-Tutorial-Video. Danke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.